Hallo ihr Lieben, mein Name ist Birgit. Schön, dass ihr mich gefunden habt und wieder dabei seid. Von mir gibt es heute einen XXL-Haul, DM und Rossmann. Ich habe es bunt gemischt, weil ich jetzt im Nachhinein nicht mehr so genau weiß, was ich wo gekauft habe. Es ist ein Sammelhaul quasi aus den letzten Wochen und der größte Teil ist von letzter Woche. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich Schönes entdeckt habe. Da weiß ich jetzt auch, das ist auf jeden Fall von Rossmann gewesen. Einmal von King's Crown, den Sahne-Karamell-Tee und auch das japanische Kirschblütenfest von Teekanne. Den gibt es auch beim Rossmann, habe ich gesehen. Finde ich toll. Ist auch noch dazu etwas günstiger als vom Rewe. Und mein Edeka hat den leider nicht mehr. Ja, da muss ich auf jeden Fall das nächste Mal wieder zuschlagen. Das sind auf jeden Fall meine Lieblingstees momentan. Dann habe ich von Isana ein Trockenshampoo mitgenommen gehabt. Und zwar, wow, tolles Haar. Ja, Kokos ist das irgendwie. Und ich muss sagen, es riecht echt schlimm. Ich weiß nicht, wann ich das nehmen soll, weil das bleibt so in den Haaren, dass ich denke, es ist irgendwie total penetrant. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie daheim verbrauchen kann. Aber daheim nimmt man ja eigentlich auch keinen so ein Trockenshampoo, ne? Und für einen Job mag ich es auch nicht nehmen. Die denken ja, warum riecht die so komisch? Also, nee, muss man nicht haben. Richtig gut dagegen finde ich das hier. Und zwar diese Cremedusche Kaffee Vanille, die riecht wirklich super lecker. Ich habe sie jetzt auch schon mal zum Baden probiert. Da ist der Duft nicht genug. Also für die Badewanne ist es zu schwach. In der Dusche war es okay. Ich will es auf jeden Fall nochmal als Seife probieren, weil solche Sachen ja oftmals eine tolle Handseife abgeben, ne? Die so richtig schön nach Kaffee Vanille duftet. Das wäre doch toll. Also ich habe auch geguckt, es gab leider keine Seife. Die hätte mir gefallen, die hätte ich auf jeden Fall mitgenommen. Dann habe ich von Denkmit die WC-Tabs mitgenommen und daheim erst gesehen, dass ich noch ein Pack irgendwo ganz hinten hatte. Ja, ich bin da ja noch auf der Suche nach was Gutem. Ich nehme die alle ein, zwei, drei Wochen mal. Sonst wird das Klo nur nochmal geputzt, so wie halt, wie man das halt macht. Und dann werfe ich die mal ein paar Stunden rein oder über Nacht. Ja, ich finde, also ich habe gedacht, sie lösen den Urinstein ganz unten vielleicht noch ein bisschen besser, ohne dass man irgendwie ran muss. Aber ja, ich muss das jetzt mit denen mal probieren. Die ich bis jetzt hatte, waren da noch nicht so toll. Die haben das eigentlich nicht so geschafft. Und vielleicht sind die ja jetzt besser. Aber wenn ich die schon hatte, schwinden meine Hoffnungen, ehrlich gesagt. Weil wenn die so richtig gut gewesen wären, hätte ich das vermutlich schon festgestellt, ne? Dann hätten die auch nicht ganz hinten gestanden. Na gut, wir wollen sehen. Wir werden sehen. Außerdem habe ich von L'Oréal Expert das Orangene mitgenommen. Mein Sohn hat schon geschimpft, weil es nicht das Rote ist. Aber ich finde fast das Orangene riecht noch besser. Antitranspirant. Ja. Fresh Extreme. Also, es riecht halt wie die typischen Männerdüfte so riechen. Schön frisch. Ich mag's. Und ich glaube, es tut auf jeden Fall einen guten Dienst. Das Rote ist ja toll und ich meine, das Orange wäre nicht viel schlechter. Oh, meine Nase juckt. Kennt ihr das? Mitgenommen habe ich, glaube ich, auch beim Rossmann von Frosch den Bio-Spiritus Orange. Den habe ich nämlich schon länger mal gesucht, den wollte ich mal testen, aber ich meine, den hätte ich sonst nirgends gefunden. Und da habe ich ihn gesehen, habe ich ihn gleich mal mitgenommen, ist auch noch nicht ausgetestet, also. Da bin ich sehr gespannt. Den werde ich demnächst für die Küche verwenden. Dann bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe euch das noch nicht gezeigt von Balea, den Duschschaum Calm Down. Den wollte ich auf jeden Fall mal testen. Der riecht sehr gut. Auch ein bisschen kokoslastig. Und ich habe gedacht, wenn er mir zum Duschen nicht gefällt, werde ich ihn zum Rasieren nehmen. Die haben sich eigentlich ganz gut bewährt, die Duschschäume von Balea. Und ja. Will ich auf jeden Fall mal austesten. Ich mag Schäume sehr gerne, muss ich sagen. Ich dusche nur so selten, ne? Ist ja das ewige Badeproblem. Ja, dann habe ich beim DM von Colab das Trocken-Shampoo Paradise entdeckt. Das ist rausgegangen. Und weil das andere so intensiv riecht, habe ich gedacht, ich probiere das mal.
Also das riecht besser, aber ich finde, es tut nicht so viel. Also bis jetzt, das Batiste war irgendwie doch das Beste. Ja, ich werde die jetzt verbrauchen und dann vermutlich doch wieder Batiste kaufen. So ist es, ne? Von Isana hatte ich noch was, und zwar den Man Rasierschaum Sensitiv. Den habe ich für die Reise gekauft, habe ihn dann gar nicht gebraucht. Den werde ich auf jeden Fall mal austesten, weil der bei Kocek eigentlich ganz gut weggekommen ist. Und Rasierschäume sind wirklich ein bisschen schwierig. Ja, und wenn der was ist, werde ich mal gucken, ob es da die große Größe gibt. Dann mein Balea pflegendes Gesichtswasser. Kaufe ich ja immer wieder nach. Mag ich sehr, 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 sehr. Und ist so mein Alltagsstandard-Gesichtswasser. Gerade wenn die Haut in Ordnung ist und keine großen Probleme macht, ist es absolut ausreichend und erfrischt. Von Rossmann habe ich dann noch von Altera die Hydro-Augencreme Bio-Traube und Bio-Weißer Tee. Ich muss sagen, die finde ich richtig, richtig gut. Die habe ich auch jetzt schon nachgekauft. Ich hätte mir gleich zwei mitnehmen sollen. Also die würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Die gefällt mir richtig, ja. Muss ich sagen, das für eine Naturkosmetikgeschichte finde ich die absolut super. Und weil ich von der so begeistert war, habe ich mir auch gleich mal die Nachtcreme dazu geholt. Weil ich habe ja jetzt die ganze Zeit von Garnier diese Hydro Bomb genommen. Und ab und zu mag ich aber doch ein bisschen was, ja, Pflegenderes noch. Also nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch ein bisschen dieses fettige Gefühl, sage ich jetzt mal, dass die Haut auch ein bisschen ölig, ein bisschen was zugeführt wird noch. Und da habe ich die jetzt genommen und die gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ist aber recht reichhaltig, also für jede Nacht ist die für mich nicht geeignet. Aber da bin ich noch am Austesten, habe die jetzt erst zwei, dreimal genommen und ich mag die. Und ich bin auch immer offen für Naturkosmetik, wenn mir da etwas richtig gut gefällt, würde ich das auf jeden Fall holen, lieber als die normale, ja, wie heißt, fällt mir der Ausdruck nicht ein, die konventionelle Kosmetik. Genau. Was habe ich? Ich habe noch was von Altera, wo ist es? Altera war nämlich im Angebot an dem Tag, als ich im Rossmann war, und da habe ich mir den Blush hier mitgenommen. Seht ihr das? Ich finde ihn echt schön. Habe jetzt noch nicht viel verwendet, weil ich mache ja momentan noch meinen Alverde Blush. Den möchte ich gerne aufbrauchen. Der ist ziemlich, ja, der ist jetzt schon ein paar Jahre alt und ich weiß nicht, ich will nicht, dass er kippt und es wäre schade drum. Aber der hier hat mir jetzt auch gut gefallen. Ja, also kann man mal testen. Da fällt mir ein, dass ich auch noch ein Puder gekauft habe. Das habe ich jetzt vergessen. Genau, das habe ich auch noch nicht getestet, weil ich momentan ja noch Manhattan habe. Manhattan, glaube ich, ist es. Die mag ich sehr gerne. Aber so ab und zu kann man ja mal ein anderes Puder nehmen und vielleicht findet sich ja auch was Vergleichbares. So, ein paar Badezusätze hatte ich mir damals noch mitgenommen und zwar von Tete Sepp. Die waren alle im Angebot. Deine Kuschelzeit. Sehe ich jetzt gar nichts. Bei mir ist es so, wenn es dann im Sommer total schlechtes Wetter ist und es ist irgendwie Temperatursturz von 30 auf 25 Grad. Nein, also wenn es dann relativ ungemütlich draußen ist, mag ich trotzdem auch mal sowas. Also von daher, es riecht sehr gut. Ich habe das, glaube ich, noch nicht getestet. Die hatte ich alle noch nicht. Außer, also das kommt mir irgendwie bekannt vor, vielleicht vom letzten Jahr. Das Wintermärchen, das riecht sehr nach Granatapfel. Dann habe ich mir auch mal von Trackle Moon das Warm Cinnamon Nights mitgenommen. Die waren jetzt auch alle, wie gesagt, reduziert und da habe ich gedacht, kannst du die auch mal testen und ja, kann man ja auch aufheben bis nächstes Jahr, ist ja kein Problem. Jetzt langt es auch mal wieder. Das ist dann nochmal von Dresdner Essenz die Kuschelstunde. Ja. Wenn ihr da Erfahrungen zu diesen
Badesalzen habt, könnt ihr mir das ja gerne mal runterschreiben in die Kommentare, was euch da so am besten gefällt. Ich glaube, ich hatte vielleicht noch eins, zwei im neuen Pack. Eins habe ich ja schon verbraucht. Wer mir auf Instagram folgt, hat es gestern gesehen. Und zwar von Balea die Badeperlen Vanille mit Orchidee. Und das war ganz lustig. Ich habe das gesehen und ich hatte einen Weichspüler Vanille-Orchidee und der hat mir so gut gefallen. Habe ich immer gedacht, also das würde mir also so vom Grundduft her auch als Duschgel gefallen. Ne? Und wie ich das jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, das musst du sofort mal mitnehmen, das musst du testen. Das magst du auf jeden Fall. Und so war es auch. Ich fand es richtig toll. Intensiver Duft und würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachholen, wenn es das noch gibt, wenn ich das nächste Mal hinkomme. 55 Cent, naja. Es ist halt für ein Bad, aber das macht man ja auch nicht immer und von daher kann man das schon mal machen, finde ich. Bei Denkmit habe ich mir auch die, bei DM habe ich mir dann auch von Denkmit die feuchten Allzwecktücher mit Granatapfel mitgenommen. Die mag ich auch gerne, gibt es ja immer nur eine gewisse Zeit. Ich habe die, glaube ich, zweimal mitgenommen im Lauf der letzten Zeit. Ja, die brauchen bestimmt bis zum Winter, bis die alle aufgebraucht sind. Also von daher. Beim Rossmann hatte ich mir noch von Essence, glaube ich, diesen Nagellack-Korrekturstift mitgenommen. Ich finde ihn recht gut. Vorher hatte ich einen von Trend It Up, den schwarzen, den fand ich nicht so gut. Ich finde den deutlich besser. Ich bin allerdings, glaube ich, ein bisschen zu sparsam, denn ich habe bei meinem alten jetzt so die letzte Spitze drauf gemacht und ich glaube, der ist jetzt schon trocken. Also ich muss da, glaube ich, ein bisschen schneller die Spitzen wechseln. Da kommt nicht mehr viel. Aber den mag ich und der tut seinen Dienst. Nagellack durfte natürlich auch wieder mit, ne? Die Nagellacke. Ich weiß nicht, bei wem ich es gesehen hatte. Ich glaube, bei der Amy. Der ist auch von Essence Sunshine. Nee, Essence Shine Last and Go heißt der. Es ist diese neue Reihe. Seht ihr das? Ich finde den total schön. Der ist so ein bisschen ja, Rosé-Flieder. Irgendwie so eine ganz komische Mischung. Und ich wollte eigentlich einen anderen, aber der hat mir besser gefallen. Ich wollte eigentlich den silbernen und dann habe ich den gesehen und ja, kam, sah und siegte. Jetzt muss ich mal gucken, was für eine Nummer das ist. Ich kann es durch meine Brille, ist nicht da, ist klar. Ich kann es nicht lesen. Es ist der ja wie gesagt, Rosé-Silber, Rosé-Flieder-Geschichte. Da gibt es ja nicht so viele, wenn euch der interessiert. Der ist auch auf den Nägeln echt schön, also gerade für so hellhäutige Leute wie mich. Hat mir sehr gut gefallen. War auf jeden Fall kein Fehlkauf. Was auch mal wieder mit durfte, waren diese Augenbrauenrasiere-Dinge. Ja, also ich benutze sie ja immer sehr lange. Ich mache das auch nicht so oft. Höchstens mal so ein bisschen in Form rasieren und unterhalb vor allem. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, mein zweiter Pack überhaupt oder dritter. Von daher ist es, glaube ich, ganz okay. Dann habe ich mitgenommen aus der Krabbelkiste beim Rossmann. Also die Krabbelkisten sind ja immer toll. Ne? Ich liebe diese Krabbelkisten. Aber unser DM, der hat ja nie was im Angebot. Ne? Also außer es geht aus dem Sortiment. Ich glaube, die haben sowas nicht, oder? Aber bei Rossmann gibt es sowas und da finde ich immer tolle Sachen. Also hier habe ich den Prisma Chrom und habe die 060 mitgenommen. Ich war etwas unschlüssig. Es gab noch einen, der mir gefallen hätte. Und habe dann, glaube ich, den dunkleren genommen. Ja, ich habe den schon benutzt. Und die 13 Minuten sind um und ich habe die Kiste noch nicht leer. Gott. Also, ja, wie man sieht, sieht man nichts. Ne? Er ist relativ dunkel. Ich swatch ihn euch mal. Ich finde ihn echt schön und interessant fand ich, so im ersten Moment das Gefühl auf den Lippen fand ich nicht so toll, aber der wird irgendwie cremiger. Also in dem Moment, wo die Lippen dann aufeinandertreffen, wird der deutlich cremiger und dann ist er echt in Ordnung. Also ja, wenn ich demnächst nochmal hinkomme und es gibt die hellere Farbe noch, würde ich mir die eventuell auch noch holen. Obwohl ich glaube, ich langsam mal einen Lippenstiftstopp einlegen müsste, denn den habe ich auch vergessen. Von Love habe ich mir auch einen tollen gekauft. Den ich heute drauf habe. Also der ist echt klasse. So eine tolle Farbe aus der Chrom-Reihe. Das war auch dieser rosane. Und ja, vielleicht hole ich den gerade mal. Moment. So, jetzt aber.
Hier ist dieser tolle Lippenstift von Love. Love geht jetzt bei uns auch aus dem DM und da sind die Sachen alle reduziert. Und ich kann es nicht lesen. Es ist auch so eine geschwungene Schrift. Er ist auf jeden Fall ganz anders. Also ich finde, er wirkt da unten sehr roséfarben, aber in echt finde ich ihn eher so nudig. Ja, und das ist halt die Farbe, die rauskommt, der obere. Und ich finde ihn total toll. Also der ist so schön. Ich habe direkt überlegt, ob ich mir gleich noch einen zweiten hole, ne? Weil der hat ja jetzt nur noch 5 € gekostet und vorher ja 10. Ja, auch mit diesem Schnappverschluss, ne? Obwohl ich ein bisschen lapperig, würden wir das nennen, finde. Aber die Verpackung ist schon auch toll, also, ne? Ja. Der war jetzt vom DM. Und hier ist dann auch dieses Puder von Terra Naturi. Hatte ich jetzt noch nie. Wollte ich auch mal testen. So sieht es aus. Das ist, glaube ich, die hellste Nummer. Ich nehme ja immer die hellste. Ivory, genau 01. Und ja, da bin ich gespannt. Aber das habe ich jetzt noch nicht verwendet, weil ich erst noch die anderen leer machen möchte. Beim Rossmann hatte ich auch noch von Insta Perfect so rum die 20 mitgenommen. Ja, ich meine, das wäre ja ziemlich abgestürzt in der Gunst der YouTuber, aber ich finde es trotzdem ganz gut eigentlich. Also morgens, manchmal, wenn ich keine Lust habe auf dieses Catrice One Minute Perfekte, dann nehme ich auch mal das hier, zumal das wirklich mega hell ist. Das passt sehr gut für meine Winterhaut und ja, ist für mich, es ist nicht so lange haltbar, finde ich. Also ich bin 5 Stunden oder 6 Stunden aus dem Haus, so lange geht's und das ist okay. Jetzt bis abends ist da nicht mehr viel da, finde ich. Aber ja, so tut es seinen Dienst. Es ist relativ leicht. Ich habe nicht viele Unreinheiten. Momentan ist meine Haut echt top. Und von daher kann ich das sehr gut verwenden. Und es ist für mich gerade genug. Deshalb habe ich gedacht, ich nehme es nochmal mit. Bei DM habe ich mir von Balea die Tuchmaske Calm Coco mitgenommen. Die habe ich schon länger und schon öfter mal gesehen hier auf YouTube. Aber ich habe es noch nicht getestet. Bin ich sehr gespannt. Noch eine Maske. Von Icy Berry, die waren bei uns für 35 Cent irgendwie im Angebot. Ja, habe ich gedacht, kann man nicht viel verkehrt machen. Ich hatte schon mal ein Peeling von Icy Berry, das fand ich eigentlich ganz nett. Und also auch vom Duft her. Und da habe ich gedacht, nimmst du die mal mit? Kann ich notfalls mit in die Sporttasche geben, dann für nach dem Sport, nach der Sauna. So, dann nehme ich immer gerne so eine kleine Gesichtsmaske, während ich so 10 Minuten noch auf der Liege liege. Und ja, sowas Durchsichtiges natürlich nicht so. Ich stelle mir gerade so eine schwarze Maske vor und die Leute außenrum. Nein, also da bin ich mal gespannt. Habe ich noch nicht getestet, ist auch noch nicht offen. Was ich schon getestet habe, ist von Garnier Skin Active die Aloe Water Balm Hyaluronsäure 3 in 1 Tag-Nacht Maske. Ja, das ist auch so dieses System im Prinzip. Das ist so ein geliges Zeug. Und ja, für mich ist das mehr so ein Zusatz. Wenn ich das Gefühl habe, die Haut könnte noch ein bisschen extra Pflege gebrauchen. Oder nach dem Baden, ich habe keine Lust gehabt, irgendwie großartig eine Maske aufzutragen. Und wenn dann die Haut so richtig aufnahmefähig ist, knalle ich dann halt nochmal so ein bisschen was von dieser hier drauf. Aber ich meine, es könnte etwas pflegender sein. Also ich hätte mir einen kleinen Tick mehr erwartet. Aber sie ist von den Inhaltsstoffen her sehr gut und von daher muss man vielleicht auch ein bisschen genügsamer sein, weil ja, es ist halt so, diese Chemiebomben, die tun halt vielleicht mehr, ne? Aber sie sind halt auch nicht so gesund. Muss man gucken, muss man selbst entscheiden, mache ich ja auch, ich wechsle auch ab und an. Und von daher werde ich die auf jeden Fall mal austesten. Also ich finde sie jetzt nicht schlecht. Ne, aber ich glaube, sie kostet auch 5 oder 6 €, ist auch nicht so billig und würde ich mir vermutlich momentan nicht nochmal holen. Ja. Ein Make-up hatte ich mir noch mitgenommen und zwar von Essence, dieses Mousse Make-up. Das
Habe ich noch nie gehabt und es hat mich eigentlich jetzt gerade nach diesem Perfekte schon irgendwie angesprochen, weil die Konsistenz, ne, und dieser Perfekte, den mag ich echt, aber der ist mir schon ja fast noch ein bisschen teuer, sage ich mal, weil ich verbrauche den schon recht schnell. Ein Haar. Ja, sie ist halt so ein bisschen matt. Ich finde die Konsistenz schön, ich finde das Gefühl auf der Haut schön. Ich finde, die betont bei mir nichts, also von wegen Fältchen oder so, finde ich richtig gut. Was ich auch schon gemacht habe, ist den One Minute Perfect, der unten drunter. Und wenn er mir, manchmal ist er mir ein Tick zu dunkel, ich weiß ja dann, was das liegt, weil eigentlich ist meine Haut ja immer gleich. Aber das Problem habe ich nicht immer. Es liegt vielleicht an den Lichtverhältnissen draußen. Ich weiß es nicht. Da habe ich dann auch schon mal noch so was Helleres bisschen drüber gegeben. Und die ist sehr ergiebig, finde ich. Also da braucht man nicht viel. Also ja, bin ich so auf den ersten Blick schon begeistert. So, das Körbchen ist noch nicht leer. Doch, fast. Das gehört darüber. Das Körbchen ist leer. Weiter geht's. DM. Da habe ich also zum Beispiel meine Haarfarbe wieder mitgenommen. Und zwar die L'Oreal 7 Mittelblond und die 7.3 Haselnussblond. Die mische ich ja, mag ich sehr und darf bald wieder ran. Dann gab es von diesen Granatapfeltüchern auch feuchte Bodentücher. Da habe ich auch gleich zwei mitgenommen. Die müssen jetzt mal wieder eine Weile reichen. Dann habe ich von Doppelherz aktiv diese Gelenkkapseln mit Glykosamin und Chondroitin, Grünlippmuschel und Hyaluronsäure mitgenommen. Ja, ich habe das Problem mit der Schulter, das ist eigentlich, also es ist wirklich fast weg jetzt. Und ich meine, sie würden zumindest nicht schaden. Also habe ich mir noch mal ein paar geholt. Ja. Ob sie wirklich viel getan haben, weiß ich nicht. Ich glaube, das Training hat auch viel getan. Man sollte wirklich nicht aufhören zu trainieren, wenn man irgendein Problem hat. Dehnen ist wichtig, dass die Muskulatur Platz findet in den Gelenken, zwischen den Knochen und so, dass es nicht alles reibt. Und damit bin ich jetzt eigentlich ganz, ganz gut gefahren. Es gab tolle neue Duschgels. Da habe ich auch mitgenommen von Balea das Duschgel Cozy Thailand, Kokosmilch und Lotus. Oh, das riecht irgendwie. Sehr süß, wie eine Süßigkeit irgendwie, ja. Kokosmäßig so ein bisschen, aber also das Lotus kommt schon deutlich raus. Ich bin sehr gespannt, werde ich demnächst mal testen, wenn ich wieder ein Duschgel-Badezusatz leer habe, weil momentan habe ich keinen Platz mehr an der Badewanne. Ich habe, glaube ich, 6 Stück oder so dastehen, die ich im Wechsel irgendwie immer nehme. Die einen mehr, die anderen weniger. Von Wellaflex habe ich mir einmal das Glanz und Halt mitgenommen. Das ist vom DM. Und ich habe aber eigentlich das Parfüm frei gesucht und das gab es dort nicht. Das habe ich mir dann nochmal beim Edeka mitgenommen. Also die kosten 1,95 bei DM und beim Edeka kosten sie 2,25. Das finde ich halt ein bisschen schade, zumal ich auch gerne dann 2, 3, 4 mitnehme auf einmal. Und dann summiert sich das schnell. Aber irgendwie sind die wechselnd, ne? Die haben immer mal was anderes. Also ich mag die gerne, ihr wisst. Wellaflex habe ich ja immer dabei. Dann habe ich mir das hier mal mitgenommen von Elkos her, ja, auch Edeka, ne? Edeka ist also auch dabei. Oh, bin ich blöd? So, ne? Jetzt geht mir so. Es ist eine Spülung. Ich wollte eigentlich ein Shampoo. Ja. Da muss ich mal gucken, ob ich das umtauschen kann. Spülung verbrauche ich halt immer nicht, ne? Ach, die Spülungen, die dauern ewig. Noch ein Duschgel aus der neuen Reihe. Green Vietnam. Das habe ich eigentlich für meine Männer mitgenommen. Pomelo und Limette. Das riecht sehr frisch. Ja, also
Nicht schlecht. Hat mir auch echt, also ich finde auch die Verpackungen total süß. Nicht, dass ich das wegen der Verpackung kaufen würde. Ich gehe da ganz klar nach Duft. Aber ja, ich glaube, das ist schon auch männertauglich. Und nochmal von Balea Men Road Trip Duschgel 3 in 1, Haare, Gesicht und Körper mit Tigergras extra. Tigergras. Oh. Also das riecht jetzt schon wieder parfümig, ne? Parfümig frisch. Das riecht nach Limette. Das hier unten, ja? Riecht nach Limette. Aber das riecht so parfümig frisch, aber auch sehr gut. Also ja, habe ich auch dran geschnuppert gehabt. Für mich habe ich auch noch ein Badezeug. Ja. Das will ich auch unbedingt demnächst ausprobieren. Und zwar von TT Sept Tropical Summer. Also das hat so gut gerochen. Und zwar nach Orange und Passionsfrucht. Aber es muss nur einen Moment warten, ne? Weil wie gesagt, ich habe so viele offen, es muss erst was weg. Ich will ein bisschen mehr Ordnung an der Badewanne haben und das ist echt nicht so schön. Dann, damit mein Sohn zufrieden ist, habe ich auch noch mal ein rotes geholt. Das hat er aber noch gar nicht gesehen. Das werde ich jetzt runterstellen, dass er nicht mehr geht. Von Alverde habe ich meinen Zwei-Phasen-Make-up-Entferner nachgekauft. Den habe ich jetzt, ich glaube, das dritte oder vierte Mal schon nachgekauft. Den finde ich sehr gut. Mag ich. Ist kein Augenentferner. Augenentferner. Augen-Make-up-Entferner. Sondern halt für den Rest des Gesichts. Und ja, komme ich gut zurecht. Meine Acerola Kirsch. Bonbons, die kaufe ich auch gerne, die mag ich sehr. Kaufe ich immer wieder nach. Habe ich in jeder Tasche so ein Päckchen. Und natürlich die Crunchy. Ne? Die sind halt auch schon lecker, ne? So, was habe ich noch? Einmal von Catrice den One Minute Face Perfect. Perfekter, den habe ich nachgekauft. Meiner ist fast leer. Und ja, ich finde, es ist halt wirklich toll, weil der so unkompliziert ist. Ne? Morgens in 5 Minuten ist die Grundierung fertig. Ende Banane. Und ja, finde ich super. Ich versuche ein bisschen zu mischen, manchmal, wie gesagt, weil mir manchmal ein bisschen zu dunkel ist. Wird halt jetzt im Sommer wahrscheinlich auch besser werden. Aber auch da wechsle ich momentan. Ne? Mal nehme ich den, mal nehme ich das, mal nehme ich das Essenszeug. Ja, also ich bin wechselhaft, stelle ich gerade fest. Genau, und dann war das hier noch. Da habe ich die Verpackung nicht mehr, weil ich die Wimperntusche, den Mascara jetzt schon eine ganze Weile verwende. Und zwar das Volume Million Lashes. Mascara, die Volume Million Lashes Mascara von L'Oreal. Das war ein Doppelpack mit einem Topcoat, der glitzert. Den habe ich jetzt auch noch nicht aufgemacht. Werde ich aufheben bis Weihnachten vermutlich. Ich glaube, der ist Gold. Und ja, die Mascara, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. So ist das Bürstchen. Und bin ich noch am Austesten. Sie macht schöne Wimpern, keine Frage. Ja, also was Waterproof wäre sie mir lieber. Das ist halt immer, dass ich nehme gern Waterproof, ne? Und ja, aber so finde ich es recht gut. Diese zwei Sachen zusammen haben 10 Euro gekostet. Sonst kostet sie, glaube ich, alleine 10 Euro. Und er dachte, ich kann es mal mitnehmen, ne? Probier es mal aus. Ich habe eh was Neues gebraucht. Die Paradise Ecstatic war ja leer. Und ja, ist okay. Und last but not least, was ganz langweilig ist, mein Dove Go Fresh Deo. Das nehme ich ständig und überall. Und ich liebe es. Es kann man immer brauchen. Es riecht total frisch und unaufdringlich. Und ja. Ich habe das mit, das ist jetzt mit Granatapfel, ich habe das mit Pfirsich, glaube ich, letztes Mal so testgesprüht im DM und das würde mir auch gefallen. Ich hatte mir auch eins mitgenommen mit diesem Puderduft und das gefällt mir ja gar nicht.
Ja, weiß ich auch nicht, was ich mitmache. Vielleicht versuche ich das irgendwie loszuwerden. Weil als Raumduft, ne? Sind wir ja nach meinem Aufbrauchprojekt, dass das nicht so funktioniert. Das ist auch immer noch da, das Deo-Spray von Isana, und kümmert vor sich hin. Ja, so ist es. Was kann ja alles in die Kiste, ne? So. Das war alles jetzt. Jede Menge Kram. Und sehen wir mal, dass wir das auch alles brauchen, ne? Also, da bin ich gespannt. Gut. Dann wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Tag. Das Wetter ist noch gut, es soll bald Gewitter geben. Ich bin gespannt. Wir wollen heute zu einer Diskussion über Europa. Und ja, mal sehen, was uns da erwartet. Also dann, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Lasst euch gut gehen. Bis bald und ciao.